Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Parallel Resident Evil mit Bolias. Huhu. Moinsen, ihr Lieben. Die letzten Parts waren minimal krank und verstörend, deswegen freuen wir uns beide besonders auf das, was jetzt gleich kommen wird. Ja. Mission ist weiterhin, flieht aus dem Haus und du hast eben schon geschnüffelt und gesagt, hier ist ein Dietrich drin. Ja, ich habe einen Dietrich gefunden, hier rechts. In so einer Klapperkiste. Ich kann dir eine Kiste nehmen und drehen. Ja, und irgendwo ist ein Schloss oder Gelenk. Ah, ach, da kannst du es dann aufmachen. Schön. Nice. Okay, ein Dietrich. Ja. Wer die letzten Parts gesehen hat, hier ist ein Telefon. Ja. Toll, ne? Mal gucken. Hallo. Ach, wir können es sogar testen, Alter. Oh, komischerweise niemand dran. Also. Damit hätte keiner rechnen können. Können nämlich nur angerufen werden in diesem Spiel. Ja, Mann. IT nur rückwärts. Krank. So, ja. Wir gehen mal raus, oder? Ey, jo. Ja, wir können hier auch testen wir noch mal. Bleiben. Entriegelt. Telefon. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, Alter. Hinter uns? Das ist hinter uns. Ja. Ey, come on. Echt jetzt. Geh ich doch mal ran. Mega unauffällig, leise auch. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Ach. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Ey, wie unsere Hand zusammengetackert ist, Alter. Ja, Mann. Okay, keiner hinter uns. Also wir müssen jetzt vor zu dieser großen Tür mit dem goldenen Schloss. Ich glaube auch, ne? Das müsste die gewesen sein. Okay. Ist er denn noch hier? Ey, na locker, oder? Ich geh jetzt einfach mal. Ja, Mann, ich sprinte ja auch gerade. Ich will das hinter mir haben, Alter. Hier gibt's kein Schlüsselloch? Wollt ihr mich ficken? Das geht nicht. Okay, so. Nee? Ich teste es nochmal auch. So, Dietrich. F. Hier gibt's kein Schlüsselloch. Nee. Okay. Okay. Dann müssen wir wieder zurück. Wohl woanders. Aber da ist doch die Eingangshalle. Hä? Na, wir müssen irgendwas finden, damit wir das entriegeln können, oder? Ah. Guck dir mal das goldene Ding an. Ja. Stehst du da vorne? Ja. So, das ist doch eine goldene. Die müssen wir doch nach links schieben, oder nicht? Ja, frag mich nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja irgendwie was zum Hebeln oder irgendwie auf sowas. Jeden. Okay, wir suchen mal. Hab ich Bock drauf. Hä? Was liegt denn hier? Ach, na, hier liegt noch ein Bild. Hab ich vorhin nicht angeguckt. Ein Typ mit einer durchgestrichenen Fratze. Vielleicht wir. Mhm. Okay. Wunderschön. Good to know. Alter, ne! Was denn? Da ist einer am Fenster. Da ist einer. Komm zurück. Was? Komm zurück. Ich bin zurück. Ich glaube, das ist der Polizist. Der steht am Fenster. An welchem Fenster, Alter? Na, durch den Waschraum, dann sofort rechts. Durch den Waschraum? Ja. Ach so. Wo die Garage ist. Ah, okay. Hier ist doch hier. Ah ja, da klopft es an der Tür, Alter. Hey, hier drüben! Hier drüben, hallo! Rette mich! Gib mir deine Waffe! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Was? Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Fuck. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Okay. Ein verdammtes Taschenmesser? Das ist doch mal was. Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Geilen Messer. Los, jetzt. Garage. Sofort. Aber damit können wir Sachen machen. Tolle Sache. Was soll ich mit einem Messer? Wenn du jetzt in die Garage gehst,
Ja, aber was das ist auch für ein Kopf, Alter, was für eine Situation schon wieder, ey, Mann. Hilfe. Ich wollte jetzt Richtung Garage gehen, da ist zum Beispiel eine Kiste. Ah ja. Genau, die kannst du aufmachen. Nice. Ja, die habe ich auch schon aufgemacht. Geil. Okay. So, und jetzt müssen wir das Ding da aufmachen, ne? Ja, diesen Sicherungskasten hier, ne? Ja. Zip. Alles mit Panzerband, Alter. Ja, Mann. Wirklich alles. Ich drück mal. Oh, bitte lass es ihn sein. Oh, geil, mit dem Auto. Nimm mich mit. Ja, rette uns. Spiel zu Ende. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Nee. Ach ja? Hey, das Dorf! Das Dorf! Machen das Dorf wieder! Wow! Was ist das für eine scharfe Schaufel? Oh nein! What the fuck? Seine Waffe, seine Pistole liegt da. Was? Scheiße, ehrlich? Ich werde jeden einzelnen von euch um. Ich musste erst mal weg, Alter. Wer ist Alter! Jetzt bei mir her, oder was? Scheiße, ich hab seine Knarre nicht, Digga. Okay. Alter, aber der. Ich, ey, ich schieß ihm ins Gesicht und er grinst dabei. Was ist das für kranke Scheiße, Mann? Was müssen wir machen? Das Auto. Irgendwas mit dem Auto. Ich glaube, sein ist doch was bei dem Poli. Oh! Irgendwas war hier gerade zum Sammeln. Ich hab dich gewarnt. Fuck. Ich komm grad nicht rüber. Will mich nicht mit dir anlegen, Bruder. Fucking. Hier liegt der Schlüssel tatsächlich. Wo denn? Auf dem. Wahahaha. Werkbank neben dem Auto. Oh, da bin ich gerade. Ja, okay, da ist er. Ja, nehm. Alter. Und was für ein Schlüssel? Ja, für den Weißen hier. Für seine Karre. Jeden Tag. Shit. Ahaha, ich laufe hier gerade nur um das Auto rum. Ich kite ihn übelst, Mann. Oh, ich auch. Die Tenra müsse ich zum Scheiß. Aber da war noch. Alter, was ist mit dir? Boah. Das ist wieder dieselbe Scheiße mit der Kiste. Wir brauchen da nicht einsteigen, wenn er uns so nah verfolgt, Alter. Ehrlich, ich bin schon drin. Okay. F, 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 F. Gib Gas, Digga. Ich versuch's jetzt auch. Junge. Oh, rückwärts mit rechter Maustaste. Ich glaube, wir müssen ihn töten, ne? Ja, Mann, umfahren. Ich kann überhaupt nicht fahren, Alter. Okay, zeig's mir! Ist er jetzt tot? Ich sehe ihn nicht. Bam! Okay, ich wollte ihm nicht gefallen, dass wir seine Karre so zu Schrott ballern. Wo ist er hier? Da. Ich sehe ihn. Oh, er ist jetzt nicht neben mir! Was? Wo ist er hin, verfickt? Oh! Okay. Oh, Mist! Das ist Auto-Evil! Was ist denn nur mit ihm? Du hast die Fahrt gelernt. Scheiße! What the fuck? Beenden wir das. Du und ich. Oh ja. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein, Mann. Ja. Nein, nein. Oh. Scheiße! What? Oh Gott, jetzt brennt's. Ey, ich bin gerade erstmal in Stahlträger reingeballert. Ne, das... Hä? The fuck. Okay, ja klar, okay. Spontane Selbstentzündung. Bei mir brennt's jetzt auch. Ich ja, weiß... Guckst du weiter an, Alter. Ja, ja genau! Krass, oder? Ey, warte. Hast du irgendwas gemacht? Bist du weg? Ja, du musst ihn. Ich hab ihn einmal angeschossen und bin dann weggelaufen. Okay, ey, er ist gerade explodiert oder so. Alter. Steht der jetzt nochmal auf? Holy shit, ich steche ihn erstmal mit dem Messer ab, Alter. Ja, er sieht jetzt relativ nice wegverbrannt aus, Alter. Ich steche ihn mit dem Messer, nice. Alter, was ist das hier für Scheiße, Mann? Ich bin richtig angespannt, ich kann mich gar nicht konzentrieren hier. Grenzdebile, kranke Scheiße, Junge. Oh, wo bist du hin? Die Leiter hoch? Nee, ich sammle hier erstmal die Sachen ein noch. Ja, ich hab halt Angst, dass er gleich nochmal aufsteht, Alter. Ich hab jetzt wenig Bock auf Mister, ich bin super verbrannt.
Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Und auf der anderen Seite, wo das Auto stand, ist auch noch mal irgendwas. Flüssige Chemikalien. Ah ja. Das mache ich jetzt erstmal noch fertig, bevor ich jetzt hier wieder irgendeine kranke Kasse. Dreh mich immer um, ich will den im Auge haben, Alter, ey. Das stimmt. Ich habe jetzt zwei. Okay. Sag Bescheid, ja, wenn du ready bist für Treppensteigen. Ja, warte, ich mache hier auch nochmal Medizin. War das Herstellen F? Ja, okay. Gut. Ladies and Gentlemen. Ja, Polizeiverstärkung war jetzt nicht so geil. Ich hatte gehofft, dass wir sein Mikrofon nehmen können oder so. Ja, das. Hier, ja, man, Walkie-Talkie und dann hier, ihr Wichser, holt uns raus. Ich kletter jetzt Leiter. Ah! Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was gar nicht mehr sehen. Scheiße! What? What? Ist er jetzt tot? What? Also, bei den Zombies sieht man, wenn sie tot sind, wenn sie bluten anscheinend. Also bei den Viechern. Keine Ahnung. Ja, aber mir hat er auch immer geblutet. Ja, aber nicht so, oder? Doch. Also aus dem Kopf. Ja gut, er hat sich jetzt sein halbes Hirn weggeballert. Ich weiß nicht, ob er, oder er hat sich halt selbst umgebracht. Was ist mit ihm? Verdammte Scheiße, Mann. Kranke Kacke, Mann. Ehrlich. Ey, mir fällt da nichts zu ein. So, ich hab jetzt noch Flintenmunition, wenn du hochkommst. Hoch, du bist oben? Sind. Okay. Ja, ja. Hä? Oh, shit, Mann. Den? Ah, ja, hier. Ich Flinten, okay. Ich hätte die Flinte auch noch gern dazu. Ja, sind wir auf dem Garagenboden, klassisch mit dem goldenen Stierbild mit einem Bananenkopf. Das musst du mal nehmen. Das musst du nehmen. Ja, mach's auf. Dann kannst du so eine Schraube rausdrehen. Und dann habe ich die Schraube, oder was? Ich weiß es, nö. Ah, nee, dann ist die Statue lose. Kannst die Ochsenstatue nehmen vorne. Hä? Kann die nicht nehmen. Du musst wieder umdrehen. Du hast jetzt. Einfach nehmen. Ja, okay. Ah, okay. Alles klar. Okay. So, ich schieb das Regal an die Seite. Habe ich auch gemacht. So, und jetzt sind wir wieder drin, oder was? Ja. Bist du runter? Ich hüpfe jetzt, ja. Okay. Oh, komm, steh auf, Digga. Oh, bitte nichts da. Oh, okay. Oh. Okay. Ja, gehen wir zum Waschraum und unsere Dings aus. Ey, bester Plan, Digga, bester Plan. Bester Plan. Garage. Hoffentlich überleben wir das. Hoffentlich ist Mutti jetzt nicht da in der Zeit. Kleines Speichersymbol kam gerade. Okay, hast du noch Pistolenmuni? Ich hab 10 von 4. Ne, 10 Stück und 4 in der Reserve. Na, ich hab 0 von 0. Oh, hab ihm eventuell ein bisschen viel in der Arme gebügelt, aber. Who knows, Alter. Who knows. Ja! So. Okay, ich kann durch die Tür, ohne dass was passiert ist. Das ist geil. Speichern. So. Speichern. Oh. Speichern. Oh. Leute, so, also Alter. Ich bin fertig. Für immer. Ich bin einfach für immer fertig. Alter. Es ist irgendwie gerade so eine Last von der Schulter gefallen. Oder? Ey, endlich. Endlich jetzt Wochenende. Finally. So Arbeit, Schule, egal. Das hier ist das Schlimmste an dem Tag, Mann. und die goldene Ochsenstatue brauchen wir locker vorne bei diesen goldenen Toren, um da irgendwas einzusetzen, Alter. Entweder das oder um die an die Uhr zu hängen oder sowas. Irgend sowas, auf jeden Fall. Wir probieren das, Freunde, in den nächsten Parts, wenn wir uns dran erinnern sollten. Und bis dahin überleben. Oder ich wache heute Nacht schreiend auf, kannst du wissen, auf jeden Fall. Herzinfarkt, Alter. Ah, mindestens 5, Junge. So, Freunde, wir sehen uns in den nächsten Parts. Wir hoffen, ihr habt wenigstens Spaß. bis dahin, haut rein. Ciao. Macht's gut.